Sommer, Sonne, Strand und knapp 1000 Kinder und Jugendliche aus dem Bistum Mainz. Schön, dass wir diesen Gottesdienst nun beginnen, nach einem für euch hoffentlich auch sehr schönen Nachmittag hier am Strand. Am Strand von Ostia feiern Sie gemeinsam mit Bischof Kohlgraf den Abschlussgottesdienst der diesjährigen Romwallfahrt der Ministrantinnen und Ministranten. Den Gottesdienst vorbereitet hat das Miniteam. Bei über 35 Grad beten, singen und schwitzen die Jugendlichen. Mit dir. Das war das Motto der Wallfahrt. Trotz der Hitze hatten alle eine gute Zeit und sind dankbar für die Gemeinschaft, die sie erfahren durften. Viele schöne und spirituelle Erfahrungen haben die Tage in Rom geprägt, betont Bischof Kohlgraf. Gerade haben wir hier im Lido in Ostia den Abschlussgottesdienst der Romwallfahrt der Ministrantinnen und Ministranten des Bistums Mainz gefeiert. Ein toller Gottesdienst. Und eigentlich war die ganze Woche so. Wir haben tolle Gottesdienste, große Gottesdienste gefeiert. Wir haben die Audienz mit dem Papst erlebt, das war besonders eindrucksvoll. Für mich waren aber auch sehr eindrucksvoll einzelne Gespräche, Begegnungen mit einzelnen Gruppen. Es gab auch einzelne Jugendliche, die mit mir persönlich einmal über persönliche Dinge auch reden wollten. Auch das war möglich. Es war für mich eine ganz gelungene Sache, die vielen Farben und die vielen unterschiedlichen Möglichkeiten dieser Woche, die werden mich noch lange begleiten. Die Minis nehmen viel davon mit in ihren Alltag in den Gemeinden. Neue Freundschaften, intensive Gespräche, viel Spaß und das Gefühl, zu einer großen Glaubensgemeinschaft zu gehören.